Hallo, ich bin Tom Weißbach und heute geht es bei mir um das Wechseln der Nähmaschinennadel an der Doppelsteppstichmaschine an der Industrienähmaschine. Dazu brauchen wir nichts weiter als diesen kleinen knuffigen Schraubendreher, natürlich auch entsprechende Ersatz- bzw. neue Nadeln und eventuell eine Pinzette, aber die ist nicht zwingend nötig. Bevor die Arbeiten beginnen, trenne ich meine Maschine vom Strom, sprich ich schalte sie aus. Wir sehen das dann ganz gut, dass hier im Nähbereich gleich das Licht ausgeht. Das dauert an der Maschine ein bisschen. Ich habe mir angewöhnt, am Anfang den Nähfuß auch mit zu entfernen. Dann habe ich hier in dem unteren Bereich einfach mehr Bewegungsfreiheit. Sprich, ich kann da wesentlich freier hantieren und verklemme mich nicht mit irgendwelchen Gegenständen bzw. Werkzeugen. Jetzt am Anfang ist es so, dass ich meinen Nähfuß in die Wartungsposition bringe. Dafür gibt es hier hinten diesen Hebel, diesen Montage-Demontage-Hebel. Dann ist mein Nähfuß dauerhaft in der oberen Stellung. Ich löse den Nähfuß mit meinem Schlitzschraubendreher. Und das geht relativ einfach und das ist auch toll. Der Vorgänger, die Vorgängerin haben mir hier nicht den Nähfuß knallfest angezogen. Und mit einer leichten Kippbewegung kriege ich den Nähfuß auch zur Seite raus. Und wir sehen hier ganz toll, im Nähfuß integriert ist unser Fingerschutz. Der ist zwingend notwendig. Zweiter Schritt, lösen der Nähmaschinennadel, sprich wechseln der Nähmaschinennadel. Ich nehme das Garn vorher nochmal ein bisschen raus, ziehe das so zur Seite, nehme meinen Schlitzschraubendreher, gehe in den Schlitz der Schraube der Nadel, das ist von mir aus gesehen rechts, löse die Nadel und greife gleichzeitig zu, damit die Nadel mir nicht unten durch die Stichplatte fällt. Nadel ist gelöst, ich kann sie locker flockig rausziehen. Das ist jetzt also angenommenerweise die kaputte Nadel, die alte Nadel, die lege ich mir hier ab. Mein bereitgelegtes Nadelheftchen hat die neuen Nadeln bereit. Ich nehme eine Nadel raus und lege die mal zum Vergleich nebeneinander und erkenne sofort, die beiden Rundkolben sind identisch. Ich habe hier also das richtige Nadelsystem gewählt. In dem Fall nehme ich die kaputte Nadel und lege die mir gleich nach rechts, weil dann kann ich die kaputte nicht mehr mit der neuen verwechseln. Nähmaschinennadeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine lange Rinne haben, auch lange Rille genannt. In der kann ich mit meinem Fingernagel langfahren. Die spüre ich. Das geht ganz gut. Und die lange Rille soll von mir aus nach links zeigen. Sprich, ich nehme die Nadel schon so, dass ich die lange Rinne positioniert habe, in die linke Richtung von mir aus gesehen, führe sie wieder von unten ein, die Nadel, und schaue mit einem Seitenblick, sitzt das wirklich korrekt nach links? Ja, ist der Fall. Ich halte sie fest und ziehe die Nadel gleich wieder an. Ich ziehe sie handfest an. Das ist oft eine Frage, wie fest muss das sein? Und handfest heißt nicht mit beiden Händen so fest, wie es geht, sondern handfest heißt eben mit einer Hand anziehen, bis sie fest ist. Nächster Schritt ist Einsetzen des Nähfußes. Da hatte ich am Anfang so eine kleine Kippbewegung gemacht. Die mache ich jetzt wieder, um den Nähfuß von unten einzusetzen. Ich habe meinen Schraubendreher parat. Da ist er. Ich ziehe die Schraube wieder fest. Achtet auch darauf, dass der Nähfuß korrekt sitzt, also nicht in irgendeiner Art und Weise verkantet ist. Und hier gilt wieder die Regel handfest. Das ist passiert, Nähfuß sitzt, Nadel ist gewechselt, ich muss meinen Garn wieder einfädeln. Das mache ich hier mit einer Pinzette, das geht für mich einfacher. Manche machen das mit der puren Hand. Ich merke jedoch jetzt gerade, mein Garn ist ein bisschen ausgefranst, ein bisschen ausgetrottelt, ich schneide mir mal die Spitze weg. Dann komme ich besser in das Öhr von der Nähmaschinennadel. Das hat ein bisschen gedauert, das ist tatsächlich manchmal Fummelarbeit. Ich ziehe mir meine beiden Garnenden von Ober- und Unterfaden nach links raus. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber fast. Am Ende solcher Montage- und Demontagearbeiten brauche ich immer noch mal eine Nähprobe. Dafür schalte ich meine Maschine an. Klick, Licht geht an, ich setze meinen Nähfuß ab, Montagehebel runter und fange an, meine Nähprobe zu machen. Und die soll mir zeigen, ob alles gut gelaufen ist.
Ich nähe also ein Stück und schaue mir meine Naht mal von oben an. Da sehe ich keine Fehler, die ist vollkommen in Ordnung. Ich drehe das Ganze mal rum, um von unten zu schauen. Und auch da sehen wir wunderbar durch das kontrastierende Garn, das Nahtbild ist vollkommen in Ordnung. Und damit ist der Prozess Wechseln der Nähmaschinennadel an der Doppelstepp-Stichmaschine beendet. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom Weißbach.